Diese Bilder vom Wochenende zeigen noch einmal das Ausmaß der Verwüstung, das sich in den letzten Tagen im oberbayerischen Peißenberg im Landkreis Weilheim-Schongau zugetragen hat. Ganze Straßenzüge wurden zerstört, Müll stapelt sich in den Straßen, vermischt mit Dreck und Schlamm. Weil die Flüsse mit Geröll zugesetzt sind und die Wiesen kein Wasser mehr aufnehmen können, wurden die Rettungskräfte von den Wassermassen regelrecht überrollt. Am Wochenende hatte sich die Situation noch einmal verschlimmert. In der Gemeinde Polling wurde der Katastrophenalarm ausgerufen. Den Zustand vor dem Unwetter wiederherzustellen, wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Mittlerweile hat sich die Situation entspannt. Für die kommende Woche ist allerdings wieder mit Gewittern und Regenfällen zu rechnen.